Wir befinden uns heute in der unterfränkischen Stadt Würzburg. Hier hat es sich seit 2007 die KIMUS, die Kontakt- und Informationszentrale für Muslime, zur Aufgabe gemacht, Zuwanderern eine umfassende und gleichberechtigte Teilnahme in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen zu ermöglichen. Mein Name ist Sema Kusucu und ich bin die Projektverantwortliche der KIMUS. Wir stellen hier Integrationsangebote und vor allem für muslimische Frauen Informations- und Gesprächsangebote bereit. Unter dem Dach der KIMUS wurden schon zahlreiche Aktivitäten realisiert. Informationsveranstaltungen wie Elternberatung oder Frauensprechstunde wurden ergänzt durch Projekte wie Theatergruppen und Exkursionen. Im Rahmen der interkulturellen Herbstwochen in Würzburg beteiligt sich KIMUS aktuell an dem Programm mit dem Projekt Einen Tag Muslima sein. Das heutige Projekt heißt Ein Tag lang Muslima sein. Seit Jahren redet man von der Theorie, warum trägt man Kopftücher, was steht im Koran darüber, was bedeutet es. Wir haben uns gedacht, gehen wir die ganze Sache doch einmal praktisch an. Wir hatten eine große Nachfrage. Man wollte wissen, wie man Kopftücher bindet, welche Techniken gibt es, ob eine Bindeart eine politische Richtung vorgibt und noch vieles mehr. Das Interesse war da und mit diesem Projekt wollten wir dieses Interesse bedienen. Das heutige Schlagwort lautet Empathie, also die Fähigkeit, sich in die Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse anderer Menschen hineinzuversetzen. Der Andrang ist auf jeden Fall sehr groß. Nicht nur die lokalen Medien haben großes Interesse an dem Projekt gezeigt. Es kommen von überall aus der Umgebung Würzburgs neugierige und interessierte Frauen und freuen sich über den herzlichen Empfang von Sema an der Tür. Ja, hallo, kommen Sie rein. Hallo, bitteschön. Hallo, ja. Der erste Teil des Projektes trifft schon einmal den Geschmack sämtlicher Teilnehmer. Ein leckeres Frühstück in einer netten und lockeren Atmosphäre. Während man einen frisch aufgebrühten schwarzen Tee trinkt, nimmt man sich die Gelegenheit, die anderen etwas näher kennenzulernen. Schließlich startet Sema mit einer kurzen Präsentation die heutige Aktion. So, ich darf noch mal um Ihre Aufmerksamkeit bitten, natürlich im Optischen zu verstehen. Und wir wollen hier natürlich niemanden bekehren oder sonst was. Es geht ja nur um die Verständigung, um die Empathiefähigkeit zu stärken. Wir bitten vielleicht mit der Vorstellungsrunde zu beginnen, damit wir auch kurz wissen, wer wo warum hier ist und warum es hier mitmacht und welchen Zugang oder was für eine Erwartung, welche Erwartung man hier auch heute ist. Da würde ich gucke und jede guckt nach unten, aber ich fange wieder bei dir an. Ja, Kerstin Schmeiser-Weiß. Ja, wir wurden eingeladen, weil ich berichten möchte über die Veranstaltung. Wir finden das interessant. Also bin ich jetzt hier. Ich komme aus Thailand, dann bin ich Thailänderin. Ich interessiere mich schon lange für Muslim und heute möchte ich meine Erfahrung sammeln. Zurzeit besuche ich die Abendgymnasium. Und werde in 2 Jahren noch nicht fertig und mit Ernährungsberatung stehen. In der Ausschreibung hieß es, wollten Sie schon immer mal wissen, wie es sich unter einem Kopftuch anfühlt? Dementsprechend soll diese Aktion in erster Linie dazu beitragen, einmal in den Schuhen anderer zu gehen, die Stadt und ihre Bewohner aus einer anderen Perspektive kennenzulernen und herausfinden, wie es um Toleranz und Offenheit in unserer Stadt bestellt ist. Und dies natürlich auch selbst zu erfahren. Selbstverständlich sollte das Ganze zum Schluss auch mit einer Reflexion und Auswertung des Erlebten verbunden werden. Werden wir in das andere Zimmer gehen und vorher so, nachher so und dann können Sie sich aussuchen. Wir haben da auch, Sie haben ja unsere Ausstellungsgegenstände auch gesehen, betrachtet. Sie können sich da Tücher aussuchen, wenn Sie selbst welche mitgebracht haben, dann schauen wir halt, wie wir sie anbringen. Techniken aussuchen und ausprobieren, nicht nur einen, sondern mehrere Techniken. Und dann kann man eben die Tücher binden und Sie müssen sich ja drin auch wohlfühlen. In den 2 Stunden müssen wir keine negativen Erfahrungen unbedingt sammeln. Es könnten auch negative Erfahrungen gesammelt werden.
Aber ansonsten muss man die Erfahrung machen, dass man über das Kopftuch definiert wird. Und das ist natürlich nicht das, was wir uns wünschen. Wir möchten zunächst einmal einfach in der Gesellschaft als Mensch ankommen und nicht als Muslima, Mensch mit Migrationshintergrund oder sonst was. Wir wollen einfach, dass man uns als Menschen hier begegnet. Und wir alle wollen eigentlich auch ganz, unseren ganz normalen Alltag. Ja, Ebru, vielleicht willst du über den Ablauf uns ein bisschen informieren, was wir hier vorhaben. Also wir wollen zusammen hier starten und zuerst mal den Dom hier besichtigen. Sie wissen ja, Würzburg-Dom ist ganz cool. Dass so viele Menschen Interesse an dem Projekt gezeigt haben und später auch den Mut hatten, sozusagen in unseren Schuhen zu gehen, hat uns natürlich sehr gefreut. Du machst mit, also eins, du, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 13 sind wir insgesamt. So, ich stehe mal rüber. Mit einem so großen Andrang hatte man zuerst nicht gerechnet. Doch das soll hier natürlich kein Problem darstellen. Je mehr, desto besser, lautet heute das Motto. Doch erst einmal werden die Teilnehmer per Losverfahren in drei verschiedene Gruppen eingeteilt. Ein Schwerpunkt des Projektes war es natürlich auch zu realisieren, welche Bedeutung die Kleidung für einen hat und wie man sich selbst in ungewohnter Kleidung betrachtet. Ob man sich immer noch als den gleichen Menschen fühlt oder plötzlich jemanden anderen vor dem Spiegel sieht, sollte auf jeden Fall auch reflektiert werden. Ich war schon sehr auf das Projekt gespannt. Der große Andrang hat mich zuerst etwas nervös gemacht, aber ich konnte es im Prinzip kaum noch erwarten. Ich wollte wissen, wie man sich fühlt, wenn man draußen mit dem Kopftuch rumläuft und wie sich meine Familie fühlt, wenn sie das macht. Einen Tag lang mit einem Kopftuch als Muslima leben. Auch Brigitte Hausner, eine Reporterin des Bayerischen Rundfunks, möchte selbst am eigenen Körper erfahren, wie es sich in der Außenwelt mit einem Kopftuch lebt. Also zum einen hat mich das mal interessiert. Ich habe einfach gemerkt, dass ich ganz wenig darüber weiß, was es heißt, Muslima zu sein. Ich habe ein bisschen gelesen, warum die Muslima das Kopftuch trägt und habe mir gedacht, ich muss einfach mal gucken, wie sich das so anfühlt. Und heute finde ich es sehr interessant, denn ich bin auch einfach andere Menschen, die auch damals gedacht hat, wenn ich die muslimische Frauen mit Kopftuch sehe, dass, warum müssen sie auch Kopftuch tragen? Ist es ihr nicht warm oder verrückt oder was? Ich verstehe auch nicht. Deswegen heute möchte ich auch selber wissen, wenn ich an ihrer Stelle, wäre, was würde ich fühlen? Also ich bin hierher gekommen, weil ich mich für alles, was mit Islam und Muslimen und den Menschen zusammenhängt, sehr interessiere, seit vielen, vielen Jahren. Ich habe auch persönlich sehr viele Kontakte und Freunde, die Muslime sind. Und ich wollte heute eigene Erfahrungen, mehr praktische Erfahrungen sammeln mit dem Thema. So, jetzt weiß ihr jetzt, wo in welche Gruppe. Bitte Hand hoch zu Ebru. Okay, ihr wisst Bescheid, wo ihr hingeht. Und wer kommt zu Emine und Kadri? Hier, und ihr wisst auch Bescheid? Der Rest kommt mit mir.
Ich bitte jetzt nochmal um Nachsicht, aber es dient ja zu einer guten Sache und dazu haben Sie sich ja bereit erklärt. Es freut mich ja sehr. Es dient ja letztendlich dazu, Sie sind ja offene Menschen, deswegen sind Sie auch hier. Und diese Offenheit möchten wir eigentlich auch mal jetzt testen, ob unsere Würzburg auch so offen ist, auch so tolerant ist oder nicht. Das werden wir dann im Nachhinein nochmal besprechen. Wir telefonieren nochmal, also wir müssen uns ja nicht hetzen. Wir können uns auch eben in der Stadt so ganz gemütlich Stadtbummel machen und Läden so mal rein und raus. Und unsere Gesprächsgruppenleiterinnen, die werden sie auch einführen und die werden dann auch natürlich erzählen, wo sie was erlebt haben. Es kommen bestimmt Erinnerungen nochmal hoch. Ach, da war mal das passiert und da bin ich mal dahin gegangen. Also das wird ja ein Gespräch auf sich stattfinden. Also jetzt dürfen wir laufen. Die heutigen Projektteilnehmer stellen sich schon einmal auf eine außergewöhnliche Lebenserfahrung auf den Würzburger Straßen ein. Nervosität ist dabei natürlich auch etwas vorhanden. Viele sind heute zum ersten Mal mit dem Islam, mit dem Muslimdasein in Berührung gekommen. Und es haben auch einige gesagt, dass sie sich vor Projektbeginn eigentlich noch überhaupt kein Bild von der Situation für sich gemacht haben. Also gut, es ist natürlich eine sehr ereignisreiche Sache gewesen, jetzt auch vom Beruf betrachtet, selber in diese Rolle zu schlüpfen, das Kopftuch aufzusetzen. Hat Spaß gemacht, also weil wir freuen uns immer, wenn ein bisschen was los ist, wenn man was erleben kann. Das Verständnis, dass wir alle im selben Boot sitzen, dass wir uns alle für ein friedliches Miteinander austauschen müssen, ist Grundvoraussetzung für ein harmonisches Leben in unserem Land. Dass das nicht besonders einfach ist und wird, ist natürlich jedem bewusst. Doch davon lässt sich jetzt hier noch keiner entmutigen. Dafür ist die Spannung und Vorfreude einfach viel zu groß. Die anderen Leute auch Respekt zu uns und sie halten auch zurück. Und sie sind auch höflich, aber trotzdem glaube ich, sie hat viele Fragen im Kopf. Warum sind wir unterschiedliche von ihnen? Also ich glaube, es ist schon ein ganzes Stück anders, aber ich bin mir nicht sicher, woran es liegt. Ob es daran liegt, dass ich einfach beobachte, dass ich die Leute intensiver beobachte, wie sie gucken, sagen sie jetzt was, denken sie sich vielleicht was, oder ob das tatsächlich so ist. Kennst du noch nicht so? Nee, ich glaube, da brauche ich einfach noch ein bisschen. In der Straßenbahn habe ich eine Freundin von mir zufällig getroffen. Erstmal sind sie unsicher, ob ich ihre Bekannte bin. Und dann, ja, sie fragt mich erstmal, ob ich Muslima bin, auch wenn wir schon lang kennengelernt haben. Das merke ich schon, es ist interessant. Man schaut nicht einfach nur an die Person, sondern Objekt, ich meine mein Kopftuch. Was man eigentlich im Alltag hat, ne? Okay. Wenn man die ständig hört. Ja. Okay. Ja. Sind Sie so mutig? Wer möchte das gerne machen? Das können auch zwei machen. Unabhängig voneinander, weil wir haben noch einen Job bei der Jobsuche. Da muss ja auch jemand nach der Arbeit fragen. Mir ist egal. Dass es eigentlich keinen Unterschied machen sollte, ob ich jetzt so wie ich rumlaufe oder ob jetzt ein Punker diese stachelige Frisur hat. Gut, oder jetzt eine Muslima eben das Kopftuch trägt, das sollte eigentlich keinen Unterschied machen. Solange man eine Walnuss nicht knackt und zu ihrem Kern gelangt, nimmt man an, dass sie allein aus der Schale besteht, lautet eine türkische Weisheit. Sema hat sich aus dieser Weisheit eine Lehre genommen und versucht mit ihrem Projekt genau den Vorurteilen entgegenzuwirken, denen sie sich ab und an ausgesetzt fühlt. Natürlich repräsentieren wir mit unserem äußeren Erscheinungsbild unsere Religion. Aber wir sind natürlich nicht einfach nur Menschen, die nur durch ihre Religion definiert werden, sondern auch Menschen mit Interessen, Hobbys und Anschauungen. Und natürlich würden wir es begrüßen, wenn man das in der Außenwelt realisiert. Entschuldigung, darf ich gerade mal fragen, wenn ich in die Sandarau will,
Welche Linie muss ich denn da nehmen? Genau die. Oh, die 1. Ja, anscheinend. Und wann kommt die nächste? Ich denke 10 Minuten oder so, 10, 15 Minuten. 10, 15 Minuten. Okay. Was in der Richtung. Also ja, ich weiß es jetzt auch nicht mehr ganz genau, weil ich einen Monat nicht mehr da war, aber so ungefähr in dem Zeitraum fahren die wollen. Okay, danke schön. Bitte schön. Und dann haben wir auch noch ein bisschen überlegt, ob ich jetzt eine Einzelfahrkarte kaufen muss oder ob das mit der Kurzstrecke geht. Und also problemlos, würde ich sagen, nett. Ich glaube nicht, dass ich anders gedacht habe als vorher. Ich glaube nicht, dass ich mich durch das Kopftuch selber verändert habe. Die Gedanken sind gleich. Man ist vielleicht ein bisschen aufmerksamer, weil man ja beobachten möchte, wie reagieren die anderen auf einen. Aber selbst ist man immer noch dieselbe. Wir haben unsere erste Reaktion jetzt bekommen. Ein älterer Mann hat sich da aufgeregt. Es gab natürlich einige Reaktionen. Man muss bedenken, dass wir maximal 2 Stunden auf der Straße waren. Aber auch in dieser kurzen Zeit gab es positive wie auch negative Reaktionen gegenüber uns. Er sagte wortwörtlich, schon mal was von Integration gehört. Sie wollen nur die Vorteile des deutschen Staates genießen. Und dann ist er einfach weitergegangen, ohne irgendeine Möglichkeit zur Reaktion zu geben. Daran sind wir leider als muslimische Frauen schon etwas gewöhnt, aber man muss eben solche Reaktionen nicht immer auf bare Münze nehmen. Denn schließlich kann jeder Mensch mal einen schlechten Tag haben und sich in jedem Moment vielleicht etwas aggressiver verhalten, als er es sonst tun würde. Wir befinden uns nun an einer Würzburger Haltestelle. Mal schauen, auf welche Reaktionen Pengsri und Kerstin stoßen, wenn sie Passanten um Informationen über Fahrkarten und Fahrpläne bitten. Wie ich Automat benutzen kann, und er hat mir einfach gezeigt. Immer gezeigt, und er spricht mit mir ganz wenig. Aber im letzten Blick hat er direkt an meinem Kopftuch geschaut und bitteschön, hat er gesagt. Wir sind zum Hauptbahnhof gegangen und wir haben ja Aufgaben mitbekommen. Und ich habe zum Beispiel jemanden gefragt, nach einer bestimmten Straßenbahnhaltestelle, wie komme ich da hin, wo muss ich einsteigen, wo muss ich da wieder aussteigen. Es lief alles. Unsere Freunde sind sich einig. Humanität, Toleranz, gegenseitiges Verständnis, das sollten die großen Themen sein, die richtungsweisend und identitätsstiftend sind in einer multiethnischen Gesellschaft. Woraus Diskriminierung entsteht? Ich glaube, dass viele Probleme eigentlich daraus entstehen, dass man zu wenig weiß, warum andere das machen oder warum Muslime zum Beispiel das Kopftuch tragen, was das alles beinhaltet. Wenn wir uns richtig ausdrücken können, wenn wir uns richtig verhalten und unsere Werte offen auslegen, dann können wir alle hier ein friedliches und harmonisches Miteinanderleben führen. Wir sind gerade an unserer 3. Station angelangt. Hier wird sich jetzt eine unserer Freundinnen für eine offene Arbeitsstelle bewerben und wird sich darüber informieren, ob sie diese Arbeit kriegen oder nicht kriegen wird. Schauen wir einfach mal, mit welcher Reaktion sie drinnen aufgenommen wird. Die waren nett. Sie hat nachgefragt, ob denn noch Kräfte gesucht werden, und hat mir die Antwort gegeben, also sie brauchen dringend noch Leute, ich sollte mich bewerben, das Bewerbungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Mhm. Und dann hat sie mich noch gefragt, ob ich denn beim Arbeitsamt gemeldet bin. Und da habe ich gesagt, nein, das bin ich nicht. Und das ist eine Grundvoraussetzung, dass man die Stelle überhaupt bekommen kann, also diese Aushilfsstelle. Das schönste Erlebnis heute für mich, das war eigentlich die Diskussion zwischen der Ordensfrau und der Muslima, die die Gruppe geführt hat. Also die Säulen müsste man erfüllen.
Und wie gesagt, wenn die dann passen, dann kann jemand was sagen, dass man nicht gläubig ist oder dass man einfach nicht dazugehören kann. Ab dann, wo das Mädchen sich in eine Frau umwandelt. Sei es körperlich, sei es seelisch. Da. Ja, ab wann? Ab diesem Zeitpunkt. Man da einfach merken konnte, dass die beiden wohlwollend miteinander sprechen, dass sie Interesse haben an dem Glauben und dass sie sich auch auf so einer gewissen gemeinsamen Basis begegnen. Das fand ich das schönste Erlebnis. Wir Christen oder warum die Christen den Schleier tragen? Die Frauen, die also gottgeweihte Frauen sind, waren, die sich also ganz bewusst für ein eheloses Leben entschieden haben, für ein Leben in einer Ordensgemeinschaft, für die war der Schleier das Zeichen des Gottgeweihtseins. Man kann sich immer auf eine Ebene verständigen. Man muss die Wege nur nicht versperren. Ne? Das stimmt, ja. Gut, danke schön. Also, schönen Dank. Meine lieben Damen, jetzt werden wir unsere letzte Station noch besuchen. Das ist die Domkirche. Ich darf Sie bitten, jetzt mal mit mir reinzugehen. Die letzte Station des heutigen Tages ist der Würzburger Dom. Das viertgrößte romanische Kirchengebäude Deutschlands stellt den perfekten Abschluss eines wunderbaren Tages dar. Doch erst fasst Brigitte noch für uns zusammen, wie sie sich als gläubige Christin gefühlt hat, als sie mit dem Kopftuch in den Dom eintrat. Ob das wirklich das ist, was ich da fühle? Es ist, ich glaube, das braucht zwei Voraussetzungen. Zum einen, dass man ganz stark in seinem Glauben verwurzelt ist, in seinem eigenen, um dann auch wirklich nachempfinden zu können, wie es ist, in der Kleidung eines anderen Glaubens hierher zu kommen. Unsere Freundinnen haben heute nur anhand eines Tages miterlebt, wie es sich als Muslima lebt. Ich lebe schon mein ganzes Leben lang als solche und habe natürlich schon sämtliche Reaktionen, positive wie negative, mehrmals selber erfahren. Weil Sie auch vorhin fragen, wie zieht man sich an oder es gibt eine Vorgabe, gut. Nach einem anstrengenden, aber wunderschönen Tag sind wir wieder zurück im Verein. Sema und ihre Freunde sind besonders glücklich über den Verlauf des heutigen Projektes. Auch wenn es vielleicht nur ein weiterer, winziger Schritt in ein harmonisches Miteinander war, die Tür dorthin hat sich dank ihrer Bemühungen heute ein wenig mehr geöffnet. Ich denke schon, dass man sich immer wieder austauschen sollte. Man muss ja nicht die Seite des anderen annehmen. Also man muss ja nicht seinen Glauben ändern, um jemanden zu verstehen, aber ich glaube, dass man auch sich auf einer ganz normalen menschlichen Ebene begegnen kann und ein bisschen Interesse füreinander zeigt und dann würde vielleicht manches Missverständnis gar nicht erst entstehen. Ja, schön, dass Sie da waren. Frau Bengsi, ich hoffe, es hat Ihnen gut getan, jetzt so einen Tag Muslima zu spielen und Ihnen auch. Jeder soll sich erst einmal selber genauer kennenlernen, sodass wir alle zusammen an der richtigen Formel des Miteinanderlebens arbeiten können. Niemand sollte mit dem Gedanken, dass er schon alles weiß, leben, sondern sollte stets für Neues und Interessantes offen sein. Wenn man wirklich in den Schuhen von anderen gesteckt hat, dann erst kann man sich richtig verstehen. Sema glaubt fest daran, dass ein Dialog immer noch besser ist als zwei Monologe. Ihre Arbeit für einen immerwährenden Dialog führt sie ununterbrochen weiter. Und jeden Tag kommt etwas Neues, Wunderbares hinzu. Wir wünschen ihr und der Kimus noch viel Glück und Erfolg auf dem steinigen Weg zu einem harmonischen Miteinander aller Kulturen.